Bevor er Thaddeus direkt bekämpft, geht es seinen beiden Beschützern, Stalag und Feugen, an den Kragen. Teilt euren Raid hier in zwei Gruppen mit jeweils zwei Tanks, gleichmäßigem Heal und ausgeglichenen Schaden auf, denn beide müssen fast gleichzeitig sterben. Während dieser Phase werden immer wieder eure Tanks von einer Plattform zur anderen geschleudert. Sobald dies passiert, muss der zweite Tank den jeweiligen Miniboss spotten, sodass dieser nicht in den Raid läuft. Das geht so lange, bis beide zeitgleich sterben. Sollte einer länger leben und nicht innerhalb 10 Sekunden nach dem anderen sterben, wird der jeweils andere wieder belebt. Wenn beide tot sind, müsst ihr von der Plattform springen. Ich wiederhole, springen, um nicht nach unten ins Schleimbecken zu fallen. Falls ihr das nicht schafft, müsst ihr zurück zum Anfang und wieder über die Plattform nach oben laufen. Nach einigen Sekunden aktiviert sich nun Thaddeus und der Kampf beginnt. Teilt euch vorab auf beide Seiten des Bosses auf und teilt der jeweiligen Seite eine Aufladung zu. Bleibt für den Anfang in den Camps, in welchen ihr die beiden Minibosse gelegt habt. Kurz nach seiner Aktivierung castet Thaddeus das erste Mal Polaritätsveränderung. Bei dieser erhält jeder Spieler entweder eine positive oder negative Aufladung. Schaut, welche ihr bekommen habt und lauft direkt auf die vorher zugewiesene Seite, sofern ihr nicht schon richtig steht. Ihr müsst hier zwingend 10 Meter Abstand zur jeweils anderen Aufladung haben. Somit greift ihr als Melee auch mal den Boss von vorne an, sofern der Tank eurer Seite gerade den Boss hat. Steht auch nur einer falsch, also ein Plus im Minuscamp oder andersrum, sprengt ihr den Raid und verursacht einen Wipe. Dieses Spiel geht dann so lange, bis Thaddeus am Boden liegt.